Das Kirchentonleitersystem, wie wir es im modernen Kontext verwenden, lässt sich am besten von unseren gewöhnlichen Dur- und Molltonleitern ableiten. Die lydische Tonleiter erhalten wir, indem wir die vierte Stufe erhöhen. Diese Skala benutzen wir, um über Akkorde zu spielen, die auf der Subdominante aufgebaut sind. Major 7 Kreuz 11, in diesem Fall C Major 7 Kreuz 11. Die normale Dur-Tonleiter, die ionische, benutzen wir hingegen für C Major 7 als Tonika ohne Kreuz 11. Die mixolydische Skala erhalten wir, indem wir die Septime erniedrigen. Diese Skala benutzen wir, um über Dominanten zu spielen, in diesem Fall C7, fünfte Stufe. Um die dorische Tonleiter zu erstellen, gehen wir von der äolischen, von der normalen Molltonleiter aus. Wir erhalten die dorische Tonleiter, indem wir die sechste Stufe erhöhen. Wir benutzen beide Tonleitern für Moll-7-Akkorde, je nachdem, ob sie der zweiten oder der sechsten Stufe entspringen. In diesem Falle C-Moll-7. Die phrygische Tonleiter erhalten wir, indem wir die zweite Stufe erniedrigen. Und wir benutzen diese Tonleiter auch für Moll-7-Akkorde, C-Moll-7, aber wenn sie der dritten Stufe entspringen. Die lokrische Skala erhalten wir, indem wir von dieser phrygischen Skala ausgehend auch noch die fünfte Stufe erniedrigen. Wir benutzen diese Skala, um über den halbverminderten Akkord der siebten Stufe zu spielen. C mol 7, B5, siebte Stufe. Das ist unser Kirchentonleitersystem, wie wir es im modernen Kontext verwenden.